natürlich, vielleicht, es gibt Spieler, also wo man ein Fan ist oder man guckt den als Vorbild an. Aber wenn man auf dem Feld ist, weißt du, ich weiß noch, als ich 16 war, als ich jetzt, also, ey, ich will gegen Ray Lewis Fullback machen und ich will ihn auf den Arsch setzen. Weißt du, als Footballspieler, so ist der Mindset. Ob das jetzt klappt oder nicht, ist so eine andere Geschichte. Ja. Aber es ist halt, es gibt nichts Besseres. Und das ist eine der Sachen, die mich immer motiviert haben. Ich habe es geliebt, gegen die besten Spieler der Welt Football zu spielen. Weil, weißt du, dass ich, wenn ich den auf den Arsch setze, kann ich sagen, ey, Ich hab ich den. habe den besten Spieler der Welt. Weißt du, Devin Hester. War ich und Devin Hester alleine, Open Field. Ja. Also wenn ich weiß, Devin Hester, ein legendärer Returner unter anderem, nur dass die Leute kurz nochmal, Devin Hester, Und ich laufe. Und ich gucke, keiner von meinen Jungs da, nur ich und Devin Hester. Und dann, er läuft zur Sideline und ich nehme ihn im richtigen Winkel alles weg und push ihn raus. Ich denke so, ich war Devin Hester. Aber weißt du, dann laufe ich rum, so dicke Eier für eine Woche, weil ich halt gerade Devin Hester. Genau dafür liebe ich dich, Kasim.